Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel, wo wir jetzt hier mit den UAs weitermachen. Viele Menschen sehen sich nach dem Prestige der Ultra-Athleten, aber nur einige wenige schaffen es jemals dazu. Und noch weniger steigen jemals auf und werden zu den Besten der Besten, denjenigen, die Ruhm und Reichtum beanspruchen können. Und um in dieser harten Welt zu überleben, müssen sie jeden Tag trainieren, Training absolvieren, um ihre körperlichen Fähigkeiten in Topform zu halten. Und noch eine Sache müssen diese Ultraathleten haben: einen ausgezeichneten Sinn für Teamarbeit. Um einen Sieg nach dem anderen zu erringen, müssen sie sich gemeinsam als eine vereinte Kraft geben und zusammenarbeiten, um Probleme schnell zu lösen. Talentierte Spieler mit kooperativen Fähigkeiten sind äußerst begehrt und erhalten oft Angebote von Dutzenden von Teams. Und wenn sich herumspricht, dass ein bestimmter Sportler zu einem anderen Team wechselt, Mann, die Fans lieben solchen Klatsch und Tratsch. Wer hat keine Pupillen? Denn für die UA und ihre Unterstützer ist das, was abseits des Spielfelds oder des Platzes passiert, genauso unterhaltsam wie das, was sich darauf abspielt. Für die Athleten gibt es keinen ja, größeren Moment der Freude und des Hochgefühls, als wenn sie ihren Preis und ihren Ruhm erhalten und sich im Jubel der Zuschauer sonnen. Für diesen einen Moment haben sie sich Tag für Tag halb zu Tode geschuftet. Mit der großen Popularität der UA beginnt die Welt des Profisportes mehr und mehr Expansion und Wachstum zu verzeichnen. Um mehr Zuschauer und Sportarten unterzubringen und um den Unterhaltungswert weiter zu steigern, wurde das Stadion renoviert, um unter jeglichen Wetterbedingungen nutzbar zu sein. Außerdem gibt es Gerüchte darüber, dass der Motorsport als die nächste aufregende Sportart debütieren wird. Ich frage mich, ob es da dann auch Karten gibt, die darauf anspielen. Also entweder UA Monster oder irgendwelche andere Archetyp, der darauf anspielt. Spielt oder. Ich meine, Motorsport würde ich jetzt an Tempoduelle denken. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas gab. Zweifellos werden die Ultraathleten auch weiterhin ihre Zuschauer in ihren Bann ziehen und den Sport in nie dagewesenen Höhen führen. Okay, stolzes Gebrüll. Turnierathleten, nein, danke. Ja, jetzt haben wir das geschafft. Dann machen wir jetzt mal dieses Tor hier oben auf. Schauen wir uns mal hier an. Während sich seine Taktik um UA-Monster dreht, verfügt dein Gegner auch über verschiedene Empfänger, die es ihnen ermöglichen, Synchro-Monster wie Gojo-Wächter zu beschwören und sich selbst einen erheblichen Machtschub zu geben. Wohl eher um und nicht und. Obwohl dein Gegner viele UA-Monster mit hoher Stufe und Synchro-Monster hat, kann es hilfreich sein zu wissen, dass kaum eines seiner Monster Stufe 10 oder höher ist.
Ich würde sagen, die einzigen Stufe 10 Monster, bei denen man wirklich sagen kann, die sind gut, sind die Züge. Weil sie sich ausspecialisieren können, oder? Ich meine, welche Stufe 10 Monster sind denn gut? Also. Ne, die späteren Monarchen sind, glaube ich, auch Stufe 8. Die sind, glaube ich, nicht Stufe 10. Also keine Ahnung, welche Stufe 10 Monster wirklich gut eigentlich sind. Konzentriere dich deshalb auf die Fusionsbeschwörung von Idaten der Eroberer Erster. Was? Auf diese Weise kannst du die ATK seiner Monster auf null reduzieren und ihm eine ordentliche Menge Schaden zufügen. Okay. Hier kriegen wir so eine Hülle. Also spielt er mit Synchro-Monster, nicht mit Fusionsmonstern, wenn ich es richtig kapiert habe. Okay, wir fangen jetzt erstmal mit ihm hier an. Warte mal, er ist auch ein UA-Monster? Das heißt er nicht. Okay, weiß jetzt nicht, wie gut das sein soll. Also der kann auf jeden Fall durchschlagen, was auf jeden Fall es wert ist. Beschwöre einen Monster. Beschwöre bis zu zwei Monster von dem Krieger der Stufe 5. Aktuell habe ich gar nicht so eine gute Hand dafür. Okay, ich würde sagen. Ich würde sagen, ich fange mit ihm an. Und Slam Dunke jetzt erstmal sein Monster. So schaut's aus. Oh, das ist sehr cool. Aber noch seine Backroll kaputt gemacht, was war das? Der Umkleideraum, was? Okay, sure. Dann spielen wir ihn, weil damit kann ich ein Monster negaten. Okay. Weil jetzt habe ich hier einen Negate für Monster. Okay, sure. Okay, sure, dagegen kann ich nicht so viel machen. Zumindest habe ich seinen Effekt annulliert und damit kam er zumindest nicht über mich drüber, was ganz gut ist. Okay, wir spielen mal UA Stadium. Wenn ich jetzt mein eines Normalmonster ausspiele, kann ich mir mit dem UA Stadion noch eine Karte suchen. Und ich würde fast sagen, dass ich mir einen Stufe 5er suche. Dabei ist fast egal welchen. Ich habe so ein paar Pläne. Die Sache ist halt die, dass es nicht nur, naja.
Sie aber nur einmal, okay. Der kann nur was, wenn das im Zielfeld des Gegners passiert. Das ist alles irgendwie ein bisschen weird. Egal, wir fangen jetzt mit der Karte hier an. Like sure, I guess. So, like der hier darf nicht angreifen, der hier darf nicht angreifen. Aber ich kann einen auf den da machen. Hier, nehmen wir den einfach auf die Hand. Warte, geht das auch von der Hand? Nur von meiner Spielfeldseite. Was würden da rauskommen können? Einiges, ich wüsste aber nicht, was gut ist. So, jetzt gibt's erstmal einen Slam Dunk. Aber richtig. Und zwar so richtig, aber wir haben gewonnen. Ich denke, dafür ist diese Stufe 5er Karte da, weil halt mit den UAs die Restrictions, die diese Karte auf deine Monster gibt, ist scheißegal, weil du tauschst sie einfach mit anderen UAs von deiner Hand aus. Fertig. Die können nicht angreifen, ist egal. Die müssen nur auf dem Feld sein, damit ich sie austauschen kann. Easy. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Karte so ursprünglich designt gedacht war, denke ich mal, als sie rauskam, oder? Oder kam das UA-Support, wenn mich wundern? Vor allem, weil es dann wirklich nur Stufe 5er ist. Ja, machen wir jetzt noch mit der brennenden Gazelle. Konnte nicht mal einmal sehen, der Gegner. Der hat es definitiv nicht leicht gehabt. Okay, sure. War das alles? Okay. Er kann ja nicht mal was, oder? Okay, der kann vom Deck beschwören. Interesting. Das könnte vielleicht gefährlich werden. Aktivieren wir einfach mal Infinite. Gucken mal, ob es direkt darauf chained. Nein. Da wird er wahrscheinlich kein UA-Monster der Stufe 5 haben, sonst denke ich nicht, warum er es dann. Sonst wüsste ich nicht, warum er es nicht chain sollte. Dafür gibt es nämlich eigentlich gar keinen guten Grund, warum er es nicht chain sollte. Auf die Negation, weil jetzt ist sein Monster negated. Das geht's auf jeden Fall nicht. Das will er wahrscheinlich einfach keins haben. Was aber auch heißt, dass er so gut wie gar nichts hat. Und ich habe meine Gate schon auf der Hand, also. Ich
ich meine, ich spiele jetzt, glaube ich, trotzdem auf ein etwas längeres Duell. Und nicht auf Insta-Kill, also nehmen wir den. Wait, das war nicht der, den ich nehmen wollte. Ich bin ja dumm. Ich wollte eigentlich Falle nehmen. Ich sage, ich gehe nicht auf Insta-Kill, mindert aber nicht. Ich bin schon ein Witzbold, muss ich ja ganz ehrlich gesagt sagen. Naja. Ja gut, okay, dann. Also. Dann gehen wir halt auf einen Insta-Kill. Warum nicht? So, schauen wir Signallux nochmal. Und dann habe ich nämlich was, was ich wegmischen kann. So. Jetzt haben wir nämlich hier was, was wir wegmischen können. Um den hier zu beschwören. Recursion ist so krass, man. So, jetzt können wir lieber einen nehmen. Und damit eine Abstellstörer lösen. Nehmen wir mal nochmal den da. Machen den Lingboribo draus. Dann linken wir die beide. Genau, das ist genau 3. Für einen Transkodiersprecher. Ja, ich kann locker umbringen. Jetzt können wir jetzt einfach nochmal Update-Störer. Der Schwallenmagier, also das passt mit den beiden, genau. Ja. Jetzt haben wir einen Transkodiersprecher und einen Zugangskodiersprecher, die beide zweimal angreifen dürfen. Was eigentlich Overkill ist, aber. Aber naja. Glücklicherweise. Weißt du, das wäre so viel schwächer, wenn der nicht 2000 hätte. Weil dann hätte man hier nur gar den Kampf nur mit dem. Weil der einfach so schwach ist. Geht das so simpel und kann hier einfach hier gerade weg. Ah, ich habe gerade geschrien. Alles was dir Hand zurückgegeben wird. Ja, das ist nicht passiert. Go figure. Der Disrespect. Der Athletlieferant. Das ist ja ein geiler Name. Damit haben wir UA besiegt. Zumindest dieses Duell hier. Ja, und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann das hier. Also bewerten nicht vergessen und ja.